Mit Gina Niemeyer. Hallo und herzlich willkommen in einer neuen Lokalzeitwoche. Meine Nina Warn-App, die hat es angezeigt, ihre vielleicht auch. Denn in Solingen wurden die Menschen am Samstag dazu aufgefordert, Türen und Fenster zu schließen. So krass war der Rauch, der vom Müllheizkraftwerk rüber Richtung Innenstadt und Klinikum gezogen ist. Grund war ein Feuer in der Müllverbrennungsanlage, die auch Fernwärme und Strom in einige Haushalte liefert. Was den Brand ausgelöst hat, danach wurde heute gesucht und gleichzeitig die Anlage teilweise schon wieder hochgefahren. Auch am vergangenen Wochenende haben sich die Ereignisse im Nahen Osten wieder überschlagen. In Wuppertal wollte man gerade deswegen innehalten. Der Freundeskreis Beersheva hat gestern der Opfer des Hamas-Angriffs Anfang Oktober gedacht. Wuppertal und Beersheva in Israel pflegen eine jahrzehntelange Partnerschaft. Das Foto hier von Judith Nacke und Mike Neubauer, das sagt so viel. Zwei strahlende Menschen in der Sonne Portugals im Jahr 2017. Heute, 5 Jahre später, sieht das ein bisschen anders aus. Judith ist zurück in ihrer Heimat in Wuppertal-Beienburg, Mike noch in Portugal. Denn die beiden mussten gleich 2-mal mit Naturkatastrophen klarkommen. Bei der Flut vor 2 Jahren stand ihr Haus in Beienburg unter Wasser und ihr Lebenstraum, das selbstgebaute Holzhaus in Portugal, das holten sich die Waldbrände. Aber eben nicht alles. Meine Helden waren am Wochenende die Jungs vom Wertstoffhof der AWG in Wuppertal, weil die bei dem Sauwetter so fleißig und freundlich den Müll angenommen haben. Und auch ihre Kollegen von den technischen Betrieben Remscheid machen gerade einen guten und wichtigen Job. Der Wind der vergangenen Tage, der hat ohne Ende Laub von den Bäumen geholt und das muss jetzt weg. Christian Licht hat mitgepustet. Wir sehen uns morgen wieder. Um 20.15 Uhr kommt Björn Freitag und redet über Äpfel. Bis morgen, schönen Abend. Tschüss.